So. Damit sind wir zurück. Und es geht zur Bettlerkönigin. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist das hier... Jetzt ist es verfolgt. So, ab zur Bettlerkönigin. Hier sind wir schon richtig. Auf dem Friedhof sind wir. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Ach Gott. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Das stimmt, ihr solltet fliehen, solange ihr noch könnt. Von Morningside, das Reich der Königin der Bettler. Okay, hier sollten wir nichts klauen. Und hier dürfen wir noch nicht mal hin. Ich wäre da gerne hingegangen. Wir wollen uns nicht mit dem Bettler anlegen. Für Diebe sind Bettler unerlässlich. So, die alte Kapelle. Rein da. Und mal gucken. Okay, Cutscene. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert. Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Okay. Fokuspunkte erhalten. Spende der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Okay, aber erstmal lassen wir das hier mitgehen. Geh zur alten Gießerei. Und woher wissen wir, dass wir dahin sollen? Das nehme ich mit. Das Folgende wurde grob verunstaltet. Hoffnung von innen. Fokus-Upgrades. Das hätten wir. Intuition. Handabdrücke. Okay. Geschicklichkeit. Scharfsinn. Kampf. Tempo. Effizienz. Scharfschütze. Tarnung. Wo können wir denn eigentlich Gold spenden, wenn ich jetzt Gold spenden wollen würde? Hier? Ah ja. Das Licht lassen wir mal an. Keine alten Götter für die neue Stadt. In dieser Woche besucht der Baron die kürzlich abgerissene Kapelle in Dayport. Er gab seine Hoffnung Ausdruck, schon bald zur Eröffnung der Fabriksgebäude zurückzukehren, die stattdessen errichtet werden sollen.
Ob schon einige Historiker das Vorgehen bedauerten, war doch alle einig darin, dass die Stadt in die Zukunft schauen muss. Die Gebäude mögen von historischer Bedeutung gewesen sein, erläuterte der Baron, aber sie mussten für unsere Zukunft Platz machen. Da reißt man doch nicht sowas Schönes ab wie eine alte Kirche oder so. Der Baron ist der dritte Northquest, der die Verehrung der alten Götter verbietet, aber der erste, der noch darüber hinausgeht. Der große Bergfried wird am Ende Energie für das gesamte Viertel liefern. Kann ich dir Gold spenden? Willst du einer alten Frau Gesellschaft leisten? Wie wäre es mit einer kleinen Spende? Im Gegenzug gebe ich dir Punkte für die Verbesserung. 150 Gold. Ja, hier bitte. Eine Münze hält zwar nicht die Dunkelheit ab, doch sie stillt den Hunger. Danke sehr. Die Punkte behalten wir erstmal noch. Und wir gehen jetzt erstmal zur Fabrik. Staub zu Staub. Mal sehen, was uns da erwartet. Dies ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl, die Kralle, Erins Sturz, ihr Tod, das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Ein gebildetes Arschloch. Also das ist echt... Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Asche. Also, wenn ich jetzt so gucke, das hier ist eine alte Gießerei, es werden Leichen reintransportiert und wir sehen Asche. Das ist für mich der, ich verbinde damit, dass die Leichen hier verbrannt werden. Natürlich ist Leichenverbrennen auch eine der schlauesten Sachen, die du machen kannst. So verminderst du natürlich später andere Probleme. Alle zu begraben wäre zu schwer oder zu langwierig wahrscheinlich. Das Verbrennen geht leichter, um eine Seuche einzudämmen. Okay, cool. Hier hinten geht's also auch lang. Habe ich gerade durch Zufall gefunden. Ich dachte, hier hinten liegt vielleicht ein Schatz, aber... Wie gesagt, wir nehmen mit, was wir finden. Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinen verdammten Beinen. Der General, das ist wahrscheinlich der Kerl, den wir unseren Haken ins Bein geworfen haben. Hier kommen wir nicht weiter. Ist das hier wirklich nur für Loot? Ah ne, hier. Oh mein Gott, überall diese Asche. Da oben kommt man wahrscheinlich auch rauf. Aber dadurch, dass wir keine Erfahrungspunkte benötigen in dem Spiel, lassen wir das mal verschlossen einfach. Und gehen hier lang. Boah. Ich fühle mich hier absolut gar nicht wohl mit der ganzen Asche. Und das hier ist mir viel zu offen. Aaron. What the fuck war das? Aaron. Bin ich krank? Ich weiß es nicht, das war komisch. Inventar ist voll, okay. Oh lol, das habe ich noch nie gesehen. Dass er das auch kann. Nach oben, nach oben, nach oben. Nach oben, okay. Das ist cool. Oh. Aber es ist wirklich cool gemacht. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum.
was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Oh Mann. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Na, nach oben? Ihr behandelt ihn doch mit Respekt. Hallo? Nicht wahr? Respekt, klar. Stell dich. Oh nein. Na, da kommen wir aber mit der Kralle theoretisch wieder raus. Und da ist dicht. Hier könnten wir lang. Hier nicht, okay. Ich hasse Lüftungsschächte. Zu viele Spiele haben mir schlechte Erinnerungen für sowas gemacht. Alter, ist er verwinkelt. Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Mist. Das finde ich hier nie wieder. Vergiss die Schwermut, wenn ich das Gießerfieber bekomme. Gießerfieber? Und dann stehen hier noch überall so Puppen. Och nee. Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? Ich hasse Puppen. Die Leichen werden nicht begraben, Garrett. Wenn du eins und eins zusammenzählst, weißt du, was hier passiert. What the fuck? Wie viele Puppen sind hier? Da ist eine Leiche. Ich will nach oben erstmal. Sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Na, das denke ich mir auch gerade. Der alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Folge dem Weg der Toten. Die Puppen machen mich eher nervös hier. Ach komm, Garrett. Genau, hier oben kommen wir doch hin. Das ist kein Weg. Oh. Das sammle ich mal eben zuletzt auf. Oh. Die Puppen, die dahinter stehen, machen mich nervös. Das hier alles macht mich nervös. Dass hier überhaupt so viele sind. Ist hier sonst noch was? Nee, okay. Was ist das denn? Und damit werden wir hier oben durch, nehme ich an. Boah, ey. Ich bin kein Freund von den Puppen. Ich habe keine stumpfen Pfeile mehr. Sicher, sicher. Hallo? K.O. schlagen? Wunderbar. Ich muss mehr schlafen. Mhm. Das müssen wir wohl alle hier ein bisschen. Das ist nur. Und jetzt ist ein silbernes Gläschen. Das können wir mitnehmen. Okay. Haben wir schon mal den Armbrustschützen hier oben erledigt? Eine Handvoll von den Sachen will ich auf jeden Fall aushaben. Was ist das denn hier? Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören.
Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum oder macht sauber. Eure Karriere in der barönlichen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid, zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform einschließlich der Stiefel seid ihr selbst verantwortlich und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf warten, eure Stellen einzunehmen. Hauptmann Schorf. Also was ich jetzt weiß, hier gibt es sehr viel zu holen. Alter, die werden hier einfach aufgehangen, die Menschen. Und wir könnten, da wo die Wachen gerade drüben noch waren, sogar noch mehr Loot finden. Da war ja noch ein paar Kelche und so. Ich weiß aber nicht, ob ich da wirklich... Ah, das ist ein anderer Eingang. Okay, ja, es gibt sicherlich noch mehr Eingänge in das Gebäude. Meiner hat mich oben reingeführt, der hier ist unten rein. Okay, ich verstehe. Gut. Da ist nichts drin. Kurz durchschauen. Überall Ratten. Okay, wir können mal gucken, ob wir es geknackt kriegen. Ich weiß nicht, warum ich das... Ist da jemand? Shit. Warum ist die Tür auf? Hm? Wer war das? Oh, verdammt. Ist hier jemand? Hallo? Ein Geräusch hier. Ich wette, er beobachtet. Also gut, jetzt reicht es. Hier ist jemand! Ich war schon ganz heiß auf einen Kampf. Oh shit. Ich wusste nicht, dass ich das jetzt so eskalieren lasse. Niemand. Der Eindringling ist weg. Dem General erzählen wir lieber nichts davon, ja? Schade. Rechne mit allem. Was habe ich da gerade gesehen an der Wand? Nix, okay. Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden. Okay, wir gehen lieber weiter, anstatt dass der jetzt versuche, irgendwie was Dummes zu machen. Ach lol, ich muss dafür E drücken. Okay, ich dachte, ich kann einfach anspringen. Okay, dann halte ich mit einer Hand dann mal eben easy so fest. Okay, Garrett. Und Füße hoch. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Also ich weiß nicht, das geht mir zu langsam voran. Und das ist irgendwie creepy. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Ja, das verstehe ich. Treffer! Die schießen da drauf, oh mein. Wer macht hier Geräusch? Treibt hier jemand ein Spiel? Okay, ich verstehe schon. Die Glasscherben sind zu laut. Ein Volltreffer! So bin ich! Oh, Brief. Pausenplätzchen. Glückwunsch, Bormi. Du hast die Leiche gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte deinen Schönheitsschlaf nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden,
Beanspruchen ist nicht nur für dich alleine. Nicht die Pfeife auf dem Boden ausklopfen. Wenn du erwischt wirst, keine Namen. Gut, da könnten wir uns verstecken. Und da wir hier nur so einen Armbrustschützen haben, warten wir mal eben ganz kurz, bis er mal wieder auf die glorreiche Idee kommt, auf irgendwas zu ballern. Jede Nacht derselbe Albtraum. Wie erklärt er es denn, dass ihm die Bolzen fehlen irgendwann? Eddie Dobbs, Meisterjäger. Ich hätte als... Tut mir leid. Wie erklärst du die Bolzenproblematik? Lieber Eddie Dobbs. Mal gucken, was hier drin ist. Und ob sich das überhaupt lohnt. Na, komm. Eine Lupe. Nein. Und nothing. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal durch. Ich bin der Meinung, hier wird auf jeden Fall auch einer sein. Oder auch nicht. Ah, da ist der Lichtschalter, wunderbar. Naja, ich sehe den Brief, bevor jemand mir das sagen möchte, dass ich den Brief übersehe. Den nehmen wir natürlich mit. Renovierungsnotiz. Achtung, die Renovierung der Eisenhütte in der Rail Street steht unmittelbar bevor. Die Anlage muss von heute an in 2 Wochen bereit sein, die Toten der Stadt zu verwerten. Auf altes Material aus früheren Projekten von Baron Northwest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfinger-General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss wohl niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Hauptmann Chavez. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, diesen Namen. Okay. Ich möchte nur mal kurz gucken. Ich finde den Weg hier dann angenehmer. Mal sehen, ob dieser Weg hier wirklich auch schlauer ist. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Oben ist dicht. Aber hier ist Loot. Vielleicht ist das hier auch nur ein Loot-Area. Seil. Allgemeine Menge an Pfeilen. Seilpfeile, stumpfe Pfeile. Wunderbar. Ich müsste vielleicht nachher mal ein paar Pfeile in Glockenturm einlagern. Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Waffe je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit ihrer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Guter Mann. Was ist denn hier so Schönes? Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Toten Götter. Sicherlich können wir schnell hier das Licht ausmachen. Und keiner so interessiert sich dafür. Wunderbar. Schnitte am Handgelenk. Vermutlich selbst zugefügt. Ah. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dort scheint auf einen
Ja. Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Tops hat auf einige geschossen. Ja, das finde ich lustig. Problematik sehe ich hier gerade. Da ist noch was Wertvolles. Okay, hier geht's weiter. Ich bin ganz ehrlich. Hier will ich ein bisschen mehr machen. Ich gehe nochmal zurück und wir gehen oben über die Treppe. Hier will ich ein bisschen plündern. Auch wenn das jetzt vielleicht einen kleinen Moment dauert, hier Backtracking zu betreiben. Na, möchtest du bitte? Ich würde gern wissen, was der Beamte des Barons dabei hat. Da war nichts, okay. Okay, da war doch was. Oh ja. Ein stumpfer Pfeil. Genau, du machst jetzt Lucky Lucky. Mir knurrt der Magen. Eine Leiche! Verdammt. Den Mörder finden. Ich bin nicht der Nächste. Vielleicht ist es ja nicht, er ist nur ohnmächtig. Wenn ich mich verstecken würde, wo wäre ich dann? Da! Okay. Ja gut, eine Leiche ist das ja hier nicht direkt. Das Es sind nur Ohnmächtige, aber... Was ist denn hier unten? Waren wir hier schon? Mondmilch. Infizierte Geschwüre. Hier waren wir auch noch nicht. Gucken wir uns hier auch mal ganz kurz um. Ah. So viele Wege zu gehen. Gucken wir mal ganz kurz, was hier ist. Ein mechanischer Kopf. Jemand war hier drin. Vor kurzem. Und er hatte leichtere Stiefel als die Wachen. Können wir gleich mal gucken. Noch so eine mechanische Figur. Rätselhafter Brief, Clockwise. Die Zeit wird knapp und ich muss verschwinden. Hoffentlich erreicht dich dieser Brief. Ich habe etwas Unglaubliches im Tresor der Werkstatt verstaut. Falls meine Theorien korrekt sind, habe ich unseren Freund vielleicht endlich etwas zum Nachdenken gegeben. Und zwar buchstäblich. Du musst es sicher verwahren. Ich kann das Risiko nicht eingehen, die Tresorkombination niederzuschreiben. Aber falls mir etwas zustößt, solltest du dir die älteren Prototypen ansehen. Vergangene Fehlschläge
können trotzdem noch von Nutzen sein. Aha. Oh mein Gott. 3. Eins. Ganz kurz hier oben. Da sind wir dann wieder vor der Tür. 3, 1. Übersehe ich gerade noch einen Prototypen? Irgendwie das hier macht mich nervös. Gerade weil ich ein Angsthase bin. Es hilft mir auch nicht. Weil 3-1, das reicht doch schon. Nein, das reicht voll und ganz. 3-1. Weil jetzt können wir einfach durchscrollen und haben es direkt gehabt. Was ist das denn? Seele des Automaten. Meisterstück eines geheimnisvollen und namenlosen Mechanikers, das alle Teile des Automaten zusammenführt, im Dienste von etwas Außergewöhnlichem. Okay. Kurzer Schnitt mal, liebe Leute. Sekunde. Gut, dann machen wir weiter. Kurz niesen müssen. Kurz einmal gespeichert. Und dann gucken wir mal weiter. Schläft der? Ha. Strohdorf, 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 zurück. Überall Ratten. Wir schnappen jeden Dieb von Augen, in der Stadt. Ohren und so weiter. Schnappen sie alle in einer Reihe auf. Ist mir scheißegal. Was würde passieren, wenn ich den jetzt umniete? Ach, das hat er. Das hat er bemerkt. Okay, wie stellen wir das am besten an? Ich meine, das hier. Ist ja schon mal nicht schlecht. So. Null. Da war ein Geräusch. Wunderbar. Hallo. Falls da jemand ist, sollte. Okay. Kommen wir vielleicht hier rüber dahin? Hier ist zu hell. Wir haben auch nichts mehr zum Lärm machen, oder? Nee. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Ich bin froh, wenn das alles kommt. Gut, dann würde ich den nur plündern. Seht ihr mich? Schon länger als ein paar Tage tot.
Kratzer an Augen und Ohren, wie erwartet. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Okay, denk nach. Ich könnte jetzt einen Eimer Opium verkaufen. Was ich mal mache. Der bewegt sich da aber auch nicht weg. Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder? Ich kann ihn auch nicht irgendwie ausschalten. Verfluchter Baron, verfluchte Kaufleute. Okay. Dann klauen wir es so. Und gehen einfach weiter. Okay, wenn ich das richtig sehe, hier schläft nur einer. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltungsaufsicht auf direkten Befehl des Diebesfängers Generals. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Haben wir. Wir haben den Schlüssel, keine Sorge. Also muss man den Beamten sozusagen berauben? Oder was? Das nehmen wir ja gleich. Da war's. Na. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. Sag ja, man braucht den nicht unbedingt. Hier ist noch irgendwas von Wert. Wow. Oh, das interessiert mich nicht. Warte mal. Oh. Nee, keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Ehrlich gesagt. Da haben wir durchgeguckt. Okay. Dann gucken wir mal. Was ein komischer Schlüssel. Aber wahrscheinlich nicht so einfach zu knacken. Hakt sich wieder an das Fließband. Ja, ich verstehe, dass ich das muss, aber das ist nicht so mein Lieblingshobby. Oh. Goldbesteck. Alter, dass Garrett sich mit einer Hand festhalten kann, der ist echt stark. Na, geht's mal voran. Na gut, das ist wirklich irgendwie so eine Schlachthalle, wenn ich das so richtig sehe. Aber wofür die ganzen Puppen? Ah ne, jetzt wurde ja eine Schlachthalle umgewandelt. Das sind dann Fließbänder, oder? Und hier wurden auch die Roboter gebaut. Ich verstehe nicht, was das hier ist. Eine Gießerei. Gießerei, es könnten auch Fließbänder sein, wo denn hier Töpfe mit Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Sachen dran sein konnten. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Oh, verdammt. In der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Dann keine Fließbänder. Vergiss die Schwermut, wenn ich das Gießerfieber bekomme. Was war das denn? Ah, ist eine Cutscene, okay. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Okay.
Diebesfänger-General, Sir. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Ah! Was zu trinken? Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. What the fuck? Einfach seine eigene Wache abgeschossen? Dabei hat er doch gar nichts Falsches gemacht. Oder habe ich da gerade einfach nur was übersehen? Die Wette ging darum, dass der General jemanden schlägt. Nicht, dass er ihn tötet. Doppelt oder nichts. Hoffentlich trifft es nicht. Was ein wahnsinniger Kerl. Durchsuchungsprozedur. Verbleibende Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Wertgegenstände müssen in der Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreife, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen, zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Ja, damit hat er alles richtig gemacht. Er hat ja niemanden. Ach, egal. In meiner Ansicht hat der General überreagiert. Was zum Henker ist ein Penisring? Ein Penisring. Willst du mich verarschen? Kriegen oder so. Mein Bruder Daniel, er kennt eine Blüte und die sagt, zur Not tut es auch ein geknoteter Schweinedarm. Oh. In den Schweinedarm, nicht in seinen... Doch nicht mein Bruder. Er hat das auch nur gehört. Was meinst du? Ich könnte doch Brahms Frau... bitte... Die gute Nachricht. Er hat immer gesagt, sie hasst ihn. Vielleicht braucht sie etwas. Trost. Meins. Ja, jetzt überbringst du einer Witwe, dass ihr Kerl tot ist. Und du angelst sie dir gleich, ne? Eigentlich müsste ich dich dafür abknallen, warum er das gesagt hat. Gut, das heißt, wir holen uns vom Diebesfänger den Ring wieder. Das wirkt wie eine ganz dumme Idee. Vor allem mit seiner Hand am Brust. Macht er noch Assassine beinahe schon. Ich kann hier nicht dashen. Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Da kommen wir nicht rauf. Ich brauche diesen Ring. Ja. Er darf nicht denken, dass ich alt werde. Ach nee. What the fuck?
Ich verstehe es nicht. Ich. Okay, Remske versteht nicht. Woran ich mich orientieren muss. Das war einmal zu viel, oder? Genau, das Logo von Northquest ist das. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Ich... Und jetzt sofort abhauen. Nicht bewundern, abhauen. Cornelius. Okay. Wow, ist der... Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es sein muss! Dieb! Ich hab den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Oh, neuer bester Freund. Komm schon, mach auf! Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ach, ich gehe rein. Du schuldest mir was, Feigling. Ich brauche eine Pause. Okay. Bis dato ganz gut und die Wachen haben noch keinen Alarm geschlagen. Harte Zeit. Als ich jünger war, habe ich hier immer die großen Ratten gejagt. Damals wurden sie aufgegeben. Als der Baron die Industrie ans andere Ufer verlegt hat, nach Cinderfall. Das ist sein Traum. Automatisierung nennt er es. Oder Metall und Unheil. Haben immer gesagt. Als es noch nicht verboten war, den Baron zu kritisieren. Als es noch nicht verboten war. Egal, ob hier Loot ist, ich will hier so schnell wie es geht raus. Bevor noch was schief geht. Ah, Alarm. Tja, wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Ach. Hallo, Garrett? Einfach droppen? Wieso lässt er hier nicht runter? Hallo? Welche Taste ist denn runter? Ne, der will hier gerade... Was war... Wieso wollte der sich jetzt denn droppen lassen und eben nicht? Okay, das ist jetzt eine Sache. Ich habe etliche Tasten gedrückt. Mal gucken. Scheiße. Sir. Okay. Okay, sechs. Du lässt mich schön in Ruhe. Na. No. Ich befehle dir, stehen Sie. Ich wollte da nicht hochklettern, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir wurden jetzt hier unnötigerweise entdeckt. Ja. Gute Nacht, Freunde. Ich werde euch nicht vermissen.
Uff, und wir sind weg, okay. Und mal wieder genau vom Ende, ne? Opportunist, du hast das Ausnutzen der Umgebung und all der anderen Mittel vorgezogen. Gefundene Sammlerstücke 2 von 5. Gesamtbeute in Gold. Gefundene Beute 47. Taschendiebstähle. Entdeckt 3-mal. Okay, damit bin ich zufrieden. Wir machen Fortfahren, gucken, ob danach noch was kommt. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wieder um Nebenaufträge, nehme ich mal an. Rund um Besso und Co., bevor wir in die nächste Mission gehen. Na, 5 Nächte später. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich denn weg? Ein Jahr hieß es doch. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Und die Truhe? Ah, hier sind die Karte dran. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge machen wir kurz ein paar Nebenaufträge und dann Chapter 3.